Hola und willkommen zu einem gar nicht mal so geklauten Format. Hey. Ich habe meinem Mann das Format geklaut. Hey. Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte euch heute meine aktuell liebsten veganen Produkte vorstellen. Wir machen heute einen kleinen Einkaufshaul. Ich war unterwegs und möchte euch erzählen, was ich so Gutes finde. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ja, auf dem Kanal, dann lasst doch jetzt gerne ein Abonnement auf demselbigen. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ihr könnt mir mal schreiben, was ihr von den einzelnen Produkten haltet. Wir starten direkt mal rein. Philipp ist auch nur ein bisschen, guckt auch nur ein bisschen angesäuert. Ja, ist okay für mich. Wir starten mal mit meinem aktuell liebsten Produkt aus der Tiefkühlabteilung. Das ist von Frosta. Es gibt die, in dem Fall ist das die Gemüsebowl gegrillte Zucchini. Es gibt von Frosta relativ viele Produkte aus der TK-veganen Abteilung und die essen wir tatsächlich super, super gerne. Wir machen da in der Regel immer ein bisschen Sößchen drauf und ein bisschen Fleischersatz dazu und die Inhaltsstoffe sind relativ clean. So, das ist nämlich die Inhaltsstoffeliste, die Zutatenliste und die finde ich sehr, sehr gut, ich vertrage die sehr gut und mir schmecken die fantastisch. Da gibt es auch noch so Blumenkohlreis und sowas von, also aus dem Tiefkühlregal aktuell große Empfehlung. Dann haben wir was Ähnliches, was ich aktuell auch super gerne esse. Es gibt von Planted jetzt diese Spieße. Ich finde, die schmecken fantastisch. Ich finde die richtig, richtig gut. Ich finde die auch von den Inhaltsstoffen her sehr gut. Die haben hohes Eiweißgehalt. Da könnt ihr einmal die Zutatenliste sehen. Und die sind relativ schnell auch fertig. Also die kann man eigentlich entweder kurz in den Airfryer für 2-3 Minuten oder in die Pfanne. Die kann man auch grillen. Ich finde die Verpackung so hässlich. Ich finde, das sieht aus wie so ein Hundekau-Spielzeug, ja, oder sowas. Schmeißt die Scheiße, 4 Euro, egal. Da hast du. Also ich finde, es ist wirklich keine schöne Verpackung. Sieht nicht gut aus. Aber Geschmack ist sehr, sehr geil. Was ich auch aktuell sehr, sehr gerne esse, sind die hier. Die gibt es im DM. Also die beiden Sachen kaufe ich im Rewe. Das hier ist DM, das sind diese Linsenwaffeln. Und ich befürchte, wenn ich die jetzt zeige, sind die danach für immer ausverkauft. Die sind jetzt schon ständig ausverkauft, aber die sind halt echt ein geiler Snack. Ich finde die super lecker. Es gibt auch noch Maiswaffeln und Reiswaffeln, aber ich finde so die Linsenwaffeln irgendwie am geilsten. Und die mache ich mir nämlich immer zusammen mit, achso, auch da sind wieder ganz tolle Proteinwerte. Ihr wisst ja, ich bin aktuell eine kleine Sportmaus, deswegen schaue ich natürlich, dass ich tagsüber irgendwie so auf meine Gains komme. Und das klappt damit ganz gut. Was ich darauf sehr gerne esse, ist Folgendes. Von der Rewe Eigenmarke gibt es den veganen Lachs. Ich finde den so lecker. Wirklich. Ich finde, der schmeckt halt auch nach Lachs. Der ist auf veganes Essen von Stärke. Reisprotein. Reisprotein. So sieht der aus. Den esse ich zum Beispiel total gerne auf den Waffeln. Einfach so als kleinen Snack. Steht sogar drauf. Auf Basis von modifizierter Stärke. Ah, sehr gut. Hauptsache, ich kann nicht lesen. Das ist das Ganze von hinten. Und da kann man zum Beispiel auch noch ein bisschen Frischkäse drunter machen oder sowas. Und dann ab dafür. Finde ich, ist ein geiler Snack. Wenn mich mal so eine Heißhungerattacke packt. Jetzt habe ich eine Sache, die habe ich schon halb aufgegessen. Und zwar werde ich ganz, ganz oft gefragt wegen veganen Käsealternativen. Was nehme ich denn als Mozzarella-Ersatz? Und ich persönlich, ich habe jetzt schon viele probiert. Ich finde den von Mondarella. Der ist jetzt halb gegessen. Ist dabei nicht eher Camembert? Meine ich doch. Was habe ich gesagt? Mozzarella. Nee, ich meine Camembert, Entschuldigung. Ich habe wirklich viele schon probiert. Ich finde den am besten. Der ist ein bisschen milder als die Varianten jetzt von den anderen Marken. Aber ich finde den zum Beispiel, es gibt ja auch irgendwie noch von Happy Cashew und so ein. Ich finde den sehr, sehr gut. Mir schmeckt der sehr gut. Den kann man kaufen bei Rewe. Rewe. Lieben wir. Sehr cremig, muss ich sagen. Dann ein Brot auf Strich. Liebe ich sehr. Pop hat ja mittlerweile relativ viele vegane Sachen. Wir mögen auch den Eiersalat und den Fleischsalat. Aber ich finde den Tomatenmozzarella in Anführungszeichen. Nozzarella. Der schmeckt super lecker. Den lieben wir. Den kann man aber, den muss man nicht auf ein Brot packen, meiner Meinung nach. Ich snack den am liebsten einfach so weg. Also ohne da ein Brot drunter zu packen. So, was wir auch lieben, ich bin jetzt einfach mal bei der Aufstrich-Kategorie. Wir machen jetzt Kategorie Aufstrich, der vegane Bressel. Den finde ich super lecker. Es gibt ganz viele mittlerweile. Es gibt ja von Simply V schon ewig einen veganen Aufstrich und so. Ich finde, der von Bressot kommt so am meisten an diese cremige Konsistenz von einem Frischkäse dran. Der ist so ganz luftig irgendwie und da sind so ganz viele kleine Luftbläschen drin. Und den esse ich wahnsinnig gerne. Also den finde ich ganz, 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 ganz lecker. Große Empfehlung meinerseits. So, ihr Lieben, und jetzt kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos. Ich möchte euch etwas vorstellen und es ist vielleicht schon aufgefallen, ich bin heute sehr hübsch geschmückt und ich trage ja generell gerne und viel Schmuck und werde auch oft gefragt, wo ich meinen herbekomme. Und im Rahmen dessen möchte ich euch heute Bruna vorstellen, denn Bruna ist ein ganz, ganz tolles Schmucklabel, das viele coole Features hat. Zum Beispiel nutzen sie nur recyceltes Gold und Silber. Das heißt, alle Schmuckstücke, die ihr dort kauft, sind 100% recycelt. Der Schmuck wird mit viel Liebe in Hand von zwei familiengeführten Manufakturen gefertigt. Die Perlen sind handverlesen und die Diamanten sogar laborgezüchtet. Das heißt, da müssen keine Diamanten geborgen, geschürft, aus der Erde rausgeklöppelt werden. Starten wir mit diesem wundervollen Ring hier, den ich zu meinem Ehering am gleichen Finger trage. Der ist aus Sterling-Silber und ich fand den so super schön, weil er so ganz filigran
geschnitten ist. Und ich mag das gerne, mehrere Ringe an einem Finger übereinander zu tragen. Und den finde ich beautiful. Dann haben wir dieses schöne Armband hier. Das ist das Fior Bracelet. Und da sieht man auch die handverlesenen Perlen und das recycelte Gold. Ganz, ganz schön. Das sind hier so kleine Blümelis. Hier kann man auch sehen, hier ist Bruna reingestanzt. Das sieht super, super schön aus. Finde ich total hübsch. Und hier haben wir noch den Choker Monte Carlo. Ich bin ja ein absolutes Choker-Mädchen, Choker-Girl. Super, super schön. Auch wieder aus Sterling-Silber. Und ich kann den mal gerade drehen. Dann seht ihr, wie viele Größen der hat. Also der hat auch eine sehr angenehme Größenverstellbarkeit, wie man sehen kann. Kann man enger tragen oder eben auch ein bisschen lockerer, wie man möchte. Ich liebe das. So, und wenn ihr euch jetzt in ein Stück verliebt habt, dann habe ich euch alle drei einmal unten in die Infobox gepackt und den Link zu Bruna auch, falls ihr generell mal das Sortiment gerne auschecken möchtet. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Dann Klassiker Rügenwalder Mühle. Teewurst, Mettwurst und Leberwurst bzw. Pommersche gibt es mittlerweile von denen vegan als Streichwurst. Ich konnte mich nicht ganz entscheiden zwischen der Pommersche und der Mettwurst. Ich muss sagen, die finde ich noch mal ein bisschen mehr Killer als die Mettwurst, aber ich esse beides super, super gerne und hier auch echt viel. Der Kleine isst das auch super viel. Also bei uns großer Favorite in der Familie. Und nicht, dass ihr jetzt denkt, dass wir uns ausschließlich von dem Zeug hier ernähren. Ne? Also das sind jetzt gerade einfach nur meine nachkaufbaren Highlights. Ich brauche ja jetzt hier nicht 5 Gurken in die Kamera zu halten. Ist aber tatsächlich, glaube ich, ein Trugschluss, den Leute oft haben, dass wir uns nur von Ersatzprodukten ernähren, weil wir halt immer nur Ersatzprodukte zeigen. Aber es sind halt die Dinge, die wir ergänzend zu den Grundzutaten wie Gemüse und Kartoffeln und sowas dazugeben. Was man auch sehr lecker essen kann, sind die veganen Maultaschen. Die lieben wir. Wir machen die immer in der Pfanne. Wir schneiden die in Streifen, dann braten wir die an und machen die mit Gemüse und ein bisschen Tomatensüßchen. Die haben, glaube ich, auch eine relativ hohe Eiweißquelle. Ja. Ich meine, der Veganer hätte die sich neulich auch reingelötet. Also kann man sehen, wie man will. Ich glaube, es sind 8,5 auf 100 oder so. Aber besser als nichts, ne? Die gibt es auch in Veggie. Muss man aufpassen. Ich glaube, dann sind die orange. Dann ist da... Dann sind die halt nicht vegan, ne? Selbsterklärend. So, dann ein absoluter Favorite von mir. Ich habe leider keine mehr gefunden, die nicht angebrochen waren. Die Soßen von Kellofit. Das ist eine Marke aus den Niederlanden. Und ich hatte mal trüglicherweise gesagt, die wären nicht alle vegan, aber die Soßen sind tatsächlich alle vegan. Ich habe mit denen geschrieben auf Instagram. Und das sind meine beiden Favoriten. Einmal die Garlic und die Honey Mustard. Man muss halt dazu sagen, ich bin ein absoluter Soßenmensch so. Und das Coole an denen ist halt, die haben quasi keine Kalorien. Also ich glaube, es sind 6 Kalorien auf einen Esslöffel. Ich nehme die zum Beispiel immer sehr, sehr gerne, wenn ich mir so eine Froster-Sache hier mache. Baller mir die einfach drüber, weil das sehr lecker schmeckt. Und dann noch ein bisschen Spießchen dazu. Fertig ist mein Abendessen. Dann haben wir noch, was ich auch sehr gerne zum Abendessen esse. Da geistern sich die Scheiden, muss ich sagen. Das ist von Vegetarian Butcher. Ist richtig, genau. Das Schickeria-Filet. Butcher, Entschuldigung, Vegetarian Butcher. Das ist Schickeria-Filet. Schickeria. Ich persönlich... Das sieht halt aus wie Arsch, ne? Es sieht nicht gut aus. Ich habe auch schon von einigen gehört, sie finden es ganz furchtbar und gar nicht lecker. Ich muss sagen, so wie der Philipp das zubereitet, mit Gewürz und ordentlich in der Pfanne angebraten und sowas, mir schmeckt das richtig, richtig gut. Ich finde... Der Gamechanger an der ganzen Geschichte ist, sie braucht ein einziges Gewürz. Hähnchengewürzsalz, kein Scheiß. Hähnchengewürzsalz ist vegan. Ja, mach das einfach drauf, dann schmeckt es wie bei Mutter damals, nur halt, es ist halt vegan. Man muss es richtig und knusprig machen. Im Airfryer geht's auch geil. Genau, im Airfryer schmeckt es auch super. Wo wir gerade bei Fleischersatzprodukten sind, was auch meiner Meinung nach immer geht, sind hier jetzt, das ist auch neu, ne, von Planted. Das ist nicht neu, die haben das schon länger, aber Rewe hat das jetzt neu bei sich drin. Rewe hat es neu bei sich drin. Das ist vorher bei Edeka, glaube ich, immer. Generell lieben wir die Sachen von Planted. So sieht das von vorne aus. Und einmal die Zutatenliste. Wir sehen auch da wieder ein sehr hoher Eiweißgehalt auf 100 Gramm. Mir persönlich, wie gesagt, wichtig, wenn ihr nicht daran oder darauf guckt, dann ist es wurscht. Wenn ihr nicht 18 Gramm, nicht 21, sorry. Wenn ihr nicht an Proteine glaubt. Wenn ihr nicht an Proteine glaubt, könnt ihr das lassen. Es schmeckt aber auch sehr, sehr gut. Es gibt einmal hier das Barbecue und es gibt auch noch Kebab. Schmeckt auch sehr, 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 sehr lecker. Kann ich nur sehr empfehlen. Könnt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr sowas hier macht, einfach mit drunter mischen. Ein bisschen Soße drüber. Fertig ist das Abendessen. Dann ein No-Brainer. Ich glaube, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Green Force, Köttbullar. Wir lieben die Produkte von Green Force. Habe ich schon 1000 Mal erwähnt. Wir essen sehr, sehr viel davon. Das sind meine Lieblingsprodukte. Es gibt auch noch die Frikadellen, die Wiener, die Cevapcici. Die Cevapcici gibt es auch noch. Also kann ich nur immer wieder empfehlen. Und jetzt geht es ein bisschen. Moment, jetzt gleich kommt die süße Ecke. Erst haben wir noch von DM diese großartige Seitan-Snackwurst. Es ist halt mal wieder ein Proteinsnack. Ich weiß nicht, ob man es so gut erkennt, aber ich liebe die 14 Gramm Eiweiß auf eine Wurst.
nicht so viele Kalorien, macht super satt. Ich finde, die ist sehr würzig. Ich habe von der Konsistenz her schon Unterschiedliches gehört. Also manche mochten die Konsistenz gar nicht. Es ist halt nicht richtig knackig wie eine Wurst. Es ist wirklich einfach wie so ein Seitanblöckchen. Und was ich nicht so gut finde, ist, dass die alle einzeln verschweißt sind. Die kosten irgendwie nur 95 Cent. Ja, aber ich finde es halt blöd, dass die so eingeschweißt sind einzeln. Aber die sind auch 1000 Jahre haltbar. Ja, ne? Nicht gekühlt, genau. Also ihr könnt die einfach auch, wir haben die immer eigentlich mit dabei. Die sind bei uns immer in der Hosentasche, im Handtuchfach. Lieben wir. Was ich auch liebe. Mich? Ja, ebenfalls bei DM gibt es diese wunderschönen von DM Kokosriegel. Die schmecken halt einfach in der Zartbitter-Variante wie Bounty. Liebe ich. Gibt es auch noch mit Vollmilch. Sind zwei so kleine Nüppelchens drin. Also ich finde es super geil. Für unterwegs halt auch ein leckerer Snack. So, das ist die Zutatenliste. Wenn man Kokosnuss mag, finde ich ein absoluter Empfehler. Ein absoluter Empfehler. Wenn es nicht ganz so viel sein soll, dann dürfen es auch gerne mal ebenfalls von DM die hier sein. Oh, finde ich sehr, sehr lecker. Oh. Das sind die Reiswaffeln mit Schoko überzogen. Ja. Aber wir sind halt auch so eine kleine Reiswaffelfamilie. Ne? Wir snacken die, oder generell so eine kleine Waffelfamilie. Wir snacken die super, super gerne. Auch da wieder gucken, dass man Zartbitter nimmt, weil logischerweise Vollmilch und Joghurt gibt es auch, ist nicht vegan. Das ist glutenfrei. Das steht da drauf. Ah ja, super, guck mal. Ja, die finde ich super lecker, auch für unterwegs. Mag das Kind auch super, super gerne. Jetzt kommt noch ein absolutes Banger-Produkt. Und zwar finde ich persönlich mega lecker von Müller, diese Mousse au Chocolat. Oh. Die ist auf Kokosbasis, aber man schmeckt es nicht. Und ich finde, es gibt so viele schlechte vegane Moussen auf dem deutschen Markt. Die persönlich finde ich super lecker, nehme ich sehr, sehr gerne abends zu mir. Sind zwei so Pöttchen, also ganz große Empfehlung, fand ich mega, mega lecker. Ja, ihr Lieben, ihr könnt ja mal schreiben, was aktuell von diesen Produkten, ob was für euch dabei ist, was ihr gut findet oder was ihr davon haltet, wie eure Meinung ist und was ihr aktuell am liebsten snackt und vor allem, ob ihr solche kleinen Produkttests à la Philipp Steuer auch bei mir gerne öfter mal sehen möchtet, weil ich glaube, ihr kleinen Mäuse da draußen findet das schon ganz gut. Und Philipp und ich mögen unterschiedliche Sachen, definitiv. Also das ist immer so. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu unten in den Kommentaren lassen und wie gesagt, ihr findet alle Infos zu Bruna auch dort und ansonsten würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir uns am Montag zu einem neuen Video hier auf dem Kanal wiedersehen. Macht's gut, bis dann und tschüss!